komische Fake Hearthstone. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Krieg beide? Geil. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Naja, das Kartenspiel ist irgendwie weird. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber da ist jetzt nicht mein Fokus drauf. Beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann ja, ja, Lea, ich habe natürlich gewonnen. Wo erkennst du Jennifer? Welch eine Frage. Zumindest die erste Runde. Uns balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Na, die Grundsachen habe ich verstanden, aber dann zum Schluss war mir nicht klar, dass ich keine Karten mehr hatte und dann quasi beim Unentschieden der andere sowieso gewinnt. Das war doof. Verzeih mir, aber ich muss fragen, geht es um die Liebe? Ja komm, natürlich geht es um die Liebe. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Das gibt's alleine, Birgie. Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Das weiß ich nicht, Birgie. Das weiß ich nicht, ich glaub's nicht. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Danke, Flasania. Du kannst Waffen, Rüstungen und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Mhm. Kann ich hier so ein bisschen irgendwas sichern? Hm. So viel habe ich noch nicht. Uninteressant. Wieso kannst du da nicht hoch? Oh, upsie. Erstmal gezaubert, meine Freunde. Erstmal gezaubert. Revier markieren und so. Er ist abgeschlossen. Warte mal, ich hab doch hier... Bild. Es werde Licht. Warte mal, brennt das? Nein, schade. So, was frage die Nilfgaarder nach Jennifer? Muss ich jetzt mit allen reden? Oh. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volksest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Ja gut. So, wer fehlt mir jetzt hier noch? Hier ist keiner mehr. Dem haben wir schon gespielt und geredet.
Entschuldigen Sie, Katze, was soll das? Tja, hab dich in die Ecke getrieben. Verschwinde, wir reden nicht mit dir. Verschwinde, wir reden nicht mit dir. Sind wir uns sicher? Verschwinde, wir reden nicht mit dir. 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 Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Ja, es ist immer Hexerei. Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Ja? Was ist denn, Wolf? Ist okay. Nein heißt nein. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Ich akzeptiere das Nein halt so ungern. Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis dann. Bis später, Wesemir. Darf ich jetzt hier raus? Die Katze macht mich aggressiv. Bank, sei nicht so. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Entschuldigen Sie. Deinesgleichen hier nicht. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lesch, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Dein Arsch gehört mir! Ah! Reißt ihm die Eier ab! Mund halten und kämpfen. Geht alle in Deckung! Doktor! Was für ein Pisser! Scheiße! Jetzt mischt ihr euch auch noch ein, oder was? War nicht gut zu treffen. Hier, mein Gott. Könnten wir denen das Mann gegen Mann nochmal erklären? Wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch dran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstigen Gefahren. Ja. Wer schreit denn hier so blöd rum? Brauchst du sonst noch was? Achso, ich hab gedacht, du willst mir jetzt noch irgendwas sagen. Leb wohl. Du bist so blöd aus dem Fenster rausgeguckt. Warte, da war der Ausgang nicht. Kann ich die plündern? Nö. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd... Da darf ich nicht rüber. Ach, hier darf ich springen, oder was? Wow. Was ist denn hier so was? Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Hallo, ich möchte mit dir reden. Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Jetzt rede doch mit mir. Ihn husch husch in einer Gruft begraben. Halt dich bloß von mir und meiner Familie fern. Ich darf mit euch nicht reden. Autsch. Verschwinde lieber von hier.
Ach, das ist das Reden. Ah, okay, verstanden. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Weniger Anfälle haben? So an. Okay. Hat der einen Blumentopf auf dem Kopf? Okay. Modische Trends. Hier heult doch irgendwas. Wieso darf ich mit euch nicht reden? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Autsch! Ja, autsch dich selber. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Komm her, Hühnchen. Schrei nicht so, es ist nur ein Hühnchen. Ich mag das Spiel jetzt schon. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Es vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, für die Hälfte? Boah, das ist ja Girlsmith. Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wenn es nur die Hälfte kostet, kann ich mir das Doppelte kaufen. Ach, da steht, was es kostet. Okay, verstehe. Du bist leider teuer. Bis dann. Pass auf dich auf. Ich mache mich doch nicht unbeliebt. Da ist noch eine Gans. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich das Kind plötzlich töte. Moment, das ist nicht in meinem Mama sagt, Interesse. Nicht mit Fremden reden. Hat Mama recht. Halt dich bloß von mir und meiner Familie fern. Das ist ein anständiges Dorf. Verschwinde lieber von hier. Aber wie muss ich noch jetzt hier irgendwie mit einem reden, oder was? Die Quest sagt mir das. Ja, Weltkarte will ich nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Nee. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Dingsbiberig. Nee. Ich habe einen Questpunkt. Vom Schmiedejungen erzählt. Suchst du Ärger? Ist verschwunden. Mach mal die Karte auf. Wie mache ich denn die Karte auf? So nicht. Ah, okay, so. Ja, so war's. Wo war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat? Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Wo ist dieses doofe Huhn hin? Da. In einer Gruft begraben. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Servan. R-V-A-N, nicht Goldemar. So. Auf zur Quest. Ich weiß, welchen Namen du beim Schnurzblase im Wasser. Warte mal. Zweimal rufen. Pferdchen, komm mal her. Da bist du. Und ein Schmecko für die Schnecke kriegt sie. Das Brett kannst du mitnehmen, aber den Questpunkt hast du noch nicht. Okay. Ich soll ja hier eigentlich erstmal nur mit den
Leuten eigentlich reden. Aber die wollen ja nicht mit mir reden. Reite ich jetzt an den Arsch der Welt oder was? Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Mit welchen ist auf der Map? Okay. Rauszoomen. Ja, da sind wir jetzt ja gerade hingeritten. Und da ist das Brett eigentlich. Kann ich die Filter auch wieder rausmachen? Warte mal. Ach, da oben. Da ist ein Questding. Ah, oh. Da muss ich hin. Alles klar. Alles klärchen. Vielen lieben Dank, Madbat. Bis später. Okay. Das ist ja mal fantastisch. Das Medaillon. Lasst mich durch da. Hallo, Ibims 1 Vari. Ich dachte, ich muss mit denen da reden. Das habe ich nicht geschnallt. Wird neu berechnet. Und du nimmst die Todesmarkierungen. Die Quest ist immer so markiert. Oh. Aha. Und rote Feinde werden mir auf der Minimap hinten auch angezeigt. Alles klar. Was waren das für Viechersüsse? Oh, kleine Hundewölfe. Oder so. Sorry, Nurai. Tut mir leid, du musst mal kurz stark sein. Ja, die haben meinem Pferd die Aua gemacht. Und dem Pferd hier auch. Schnell looten kann ich. Alles für die Erfahrung und so. So, Pferdi. Kann weitergehen. Hab dich gerecht. Ihr macht das, Supermänner. Los, Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Solide Bauweise. Sehr viel. Passt mal auf mein Pferd auf, danke. Aus dem Weg. Du standst da rum, nicht ich. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten.
Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Okay. Kann ich denn diese Markierung auch wieder entfernen? Ich frage für einen Freund. Aber wie? Nochmal mit X draufgehen? Ah, mit X nochmal draufgehen. Gut. Ich lerne. Entschuldigung. Ich werde dich auspeitschen. Wer hat das gesagt? Du peitscht mich aus? Du? Du willst mich auspeitschen? Sprich mit dem Kommandanten. Siehst du, da verschluckst du dich schon. Echter Wedi. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Normaler Weg ist bei dir nicht. Nee. Ganz und gar nicht. Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffe vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Ja, Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel übrig ist. Aber Soldaten sind auch nur Menschen und müssen essen. Handwerker können ja verschiedene Gegenstände anfertigen gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen. Nein! Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Boah, der Shit. Wenn du ein Handwerkschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er dir den Gegenstand anfertigen kann. Okay. Ja, Exzellenz. Hallo. Korn, gibt euer Dorf. Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen. Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Ja, klar. Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Okay. Verstehe ich. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Dann nutze ich mal das Navi nur als grobe Richtung. Hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen.
Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Wie random diese Bewegung war. Tumira und Mislav. So komplett gegen alles. Kannst du R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen? Ah. Oh. Verstehe. So. Suchst du Ärger? Was seid ihr eigentlich alle so auf Krawall gebürstet? Ihr habt doch alle den Schuss nicht mehr gehört. Ist ja normalerweise mein Part, dass ich rumstenke. Ich behalte dich im Auge, Nordling. So, kann ich da abkürzen? Oh Gott. Ich habe mich gerade schon fallen sehen. Gut. Haben wir. Ja, aber. Ah, die soll nicht so sein. Was hat hier geblubbert? Oh. Hallo! Flucht aus dem Kampf. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte R gedrückt, um während des Kampfes zu sprinten. Okay. Okay. Ich sollte vielleicht mal so ein bisschen auf meine auf meinen Lebensbalken da oben achten. Der ist nicht ganz so schön. Halt! Berti, lebst du noch? Pferdi? Bist du mein Pferdi? Du bist mein Pferdi. Warum spawnst du da hinten? Komm schon, Plötze. Plötze, nicht gegen den Baum, Mensch. Hola, Meister Hexer. Wer hat gerufen? Schneller. Du. Hilf einem anderen Reisenden. Komm jetzt. Welch weinerliche Stimme vernimmt mein Ohr. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Ah! Man hat mir gesagt, dass die kenne ich. Die habe ich gesehen. Aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert? Und wie kann ich helfen? Ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex. Ja, genau. Nicht umsonst. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte, viel Spaß im Lurk, um nachzusehen. Könntest du vielleicht... Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an.
Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. So. Mein Leben da oben ist aber schon ordentlich runter. Warte mal, ich konnte doch so essen. Wow, heil ich langsam. Gab es nicht auch irgendwie so ein Inventar? Oh, jetzt habe ich getrunken. Ich kann auch meditieren. Wie das denn? Meditation. Gut. Hallöchen, Ark. Aha. Aha. So. Das ist das Silberschwert. So, meine kleinen Blubberer, wo seid ihr? Blubbis. Blubbis. Da. Ich habe euch gespottet. Kann ich euch jetzt nicht anvisieren? Aua, 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 aua. Okay. Okay. Ja, es war die falsche Quest. Das ist mir später erst aufgefallen. Die sind stark. Alles gut, Lea. Alles gut. Oh, warte mal. Ach, Meditation. Da. Kurz meditieren. So. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Die habe ich doch jetzt angenommen. Du siehst neben den Gegnern in der Lebensanzeige welche. Du siehst bei den Gegnern neben der Lebensanzeige, welche Stufe die haben. Wie kann ich denn hier die Quest ändern? Ich weiß, dass ich, wenn ich die jetzt suche, sind das nicht diese Möppi-Leute mit der Kiste? Och man. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Das ist ja das, wo ich jetzt gerade nach der Kräuterfrau auch suche. Ah, Menü. Moment. Quests.
So, ich soll mit meinen Hexa-Dingern das finden. Okay. Das soll also hier irgendwo sein. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Aha. Dafür muss ich jetzt wahrscheinlich... Muss ich dafür jetzt meine Fähigkeit dann einsetzen? Welches Zeichen ist denn das? Igni. Oh! Ah! Das macht jetzt Boom! Ah, okay. Okay. Na, das wird ja ein Spaß. Um Gottes Willen. Es macht Boom, wenn ich dich sehe. Ah, das waren die Bienen. Verstehe. Okay. Ja, verstanden. Scheiße. Ja, ich hab verstanden, ihr mögt mich nicht. Ist okay, ich will hier weg. Stresslers nach. Alto Belli. Ah! Mein Gott, schleich dich doch nicht so von hinten an, du Arsch. Da waren doch noch mehr. Dass das hier stinkt, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Warum hat das so rumgepoltert? Nun. Ich habe schon von vornherein gesagt, das wird ein Chaos geben. So, irgendwo hier muss doch die Scheiße sein, da. Das muss die Schachtel sein. Oh Gott sei Dank. Hat, mit Blut bespritzt. Mensch. Heil dich doch bitte. Ja. Das dauert doch ewig. Pferdchen, komm mal her. Ich brauch dich. Hi, Plätze. Wir haben einen Auftrag. Wir müssen hier raus. Heya! Heya! Entschuldigen Sie, ich habe hier so ein Schatüllchen für Sie. Ja, Feuer. Alter, das zieht mir auch noch Zeug ab. Ich könnte kotzen. Und? Hast du die Schachtel? Mhm. Bisschen feucht, aber intakt. Endlich ist das Glück mir heute. Dir auch, Hexer. Hier. Ich komme da raus und bin gleich instant tot. Ich sehe es schon kommen, weil ich brenne. Ah, nee. Juhu. Dröhnt mich doch nicht so voll.
Weil sonst hat er keinen Bock mehr und ich nichts mehr zu lachen. Halt. Wer ruft? Wo? Los, los. Hat doch einer gerufen. Och, Blitze. Mach doch mal jetzt hier keinen Blödsinn. Hier ist doch irgendwo einer. Auf der Map sehe ich auch nichts. Oh, ein Blödsinn. Das neue Edelmetall. Oh Gott, es kann springen. Um Gottes Willen. Schon Plätze. Kann ich eigentlich auch reiten und diese Pflanzen aufsammeln? Nö, ne? Schade. Beweg dich. So, Kräuterfrau. Erstmal erkunden. Herzogwasser, wo ist das denn jetzt gelegen? Erstmal gucken, was sie alles so in ihrem Garten hat. Mit den Garten plündern. Ich habe gehört, da stehen Frauen drauf. Alles klar. Gute Besserung dir, Rigani. So. Hexe, komm mal her. Den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann scheint so. Mäßig scheint so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg?
Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Oh. Wir helfen ihr. Mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Schreien, schreien, schreien. Ich gebe euch mal die Geschichte auf die Augen, weil ich muss einmal kurz aufs Klo. Bin sofort wieder da. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Geschichte. Ich komme genau richtig wieder. Sehr gut. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ja, moin. Ein Leckerchen für die kleine Maus kriegt sie, Lasagne. Ja. Leb wohl. So, finde mit Hilfe deiner Hexersinne etwas Kreuzton im Grunde des Flusses. Okay. Wo ist das denn schon wieder? Einmal querfeld ein. Okay. Wäre es aber sinniger, ich würde einmal hier außen rum reiten. Zu der Quest. Um dann darunter zu gehen. Aber vorher meditiere ich, dann wird es wieder hell, hoffe ich. So nämlich. Schneller. Meditier leise. Nö. Komm, Plötze, wir schaffen das. Beweg dich. Hier sind Bambis. Also grafisch finde ich es schon mal schön gemacht, das Spiel. Och, Missy, du bist heute wieder sehr, sehr schwanzfixiert. Ich werde dich auspeitschen. Entschuldigen Sie, ich muss mal hier runter. Warum hat hier einer ein rotes Dreieck?
Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Genau das. Sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Oh. Alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Da ist das Symbol, okay. Hallo? Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Eine Leiche. Wir haben eine Leiche gefunden. Erstmal alles plündern. Ist ja tot. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Erstmal hier alles stimmungsvoll beleuchten. Entschuldigung, was geht mit der Flasche hier unten auf dem Stuhl ab? Das ist aber nicht schön gemacht hier. Alles klar, anonym. Dankeschön. Und zum Wohl. Dankeschön für den Bit-Alert. Und Hallöchen, Sune. Kann ich dich auch noch untersuchen? Ja, Wollo. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Immer kennt, du bist auch übergeschnappt. Darf ich dir jetzt deine doofe Bratpfanne da mal geben? Ja, gib die Bratpfanne der alten Frau zurück. Hier. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei.
Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Oma Irmgard ist ganz schön flirty unterwegs. Ein Weißfisch zum Essen oder ein Hecht. Du wirst hier aber angeschrien. So. Kann ich schwimmen?